macht hier schön Krieg mit der. Die Seeleute sagen, ich wäre ein Schicksalsvogel wie der Albatros. Der arme Kerl. Manche sagen auch. Der will jetzt diese Insel haben. Und diese Insel ist auch schon wieder aufgekauft worden von der Alten. Der hat jetzt 3 Inseln und die sind alle aufgekauft worden. Außer da hat er noch ein bisschen Ruhe. Schiff vom Stapel gelaufen. Der arme Typ. Arbeiter haben wir, 405. Wenn das Schiff hier fertig ist, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Arbeiter. Schiff unter Beschuss. Warum greifst du? Erstmal, warum hast du einen Schwertfisch an deinem Lager? Und zweitens, was machst du da hinten? Du sollst doch das hier beschützen. Wir helfen, wo wir können. Meine Schiffe gehen ja auf, keine Ahnung. Machen, was sie wollen, habe ich also den Eindruck. Du, warum trägst du einen Schwertfisch mit dir rum? Neue Befehle. Pimpf. Also wirklich, du bist echt ein kleiner Pimpf. Was fällt dir ein, mit einem Schwertfisch hier rumzuschippern? Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Hallo, wer bist denn du? Komödiantin. Was macht eine Komödiantin? Beeinflusst Varieté. Unterhaltskosten sind um 75% gesenkt. Und im Rathaus muss ich die einsetzen. Das ist nicht das Rathaus? Wo ist denn hier das Rathaus? Ja, das Problem ist... Das Varieté ist da hinten. Es kommt gar nicht so weit. Das müsste ich jetzt verschieben. Wie weit kommt es? Bis die 4 müsste ich verschieben und dahin bauen. Mal gucken, ob es klappt. Wo lasse ich euch jetzt hinziehen? Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ja, ich kann aber jetzt gerade nicht. Okay. Und es kostet jetzt nur noch 25 Geld. Yay! So, dann baue ich hier einfach nochmal. Was soll ich denn da hinbauen? Gute Frage. Ich lasse es jetzt erstmal so. Wir brauchen noch ein paar Arbeiter. Jetzt lasse ich doch noch mal ein bisschen was aufsteigen. Hier die 4 Häuser. Dann haben wir unten unsere Arbeiter, Handwerker. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Jetzt nicht. Ihre himmlische Aura. Und da hinten haben wir Bauern. Erste Phase beginnen. 50 Stahl. Die Leute holen das ran, 100 Bretter, das wird auch noch ein bisschen dauern, dann werden wir die erste Phase abgeschlossen haben. Jetzt machen wir erstmal unseren Schwertfisch. Ziele in Sicht. Da rein. Und dann machen wir das in unseren Zoo. Da. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Ah, okay. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ach du Scheibenkleister. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Also die ist jetzt total Banane. Die hat jetzt eine Allianz mit dem gemacht. Und will die hier angreifen und die hier. Guckt euch das mal an. Okay, die ist fast tot, weil die beiden sich immer miteinander bekriegen. Das ist schön. Aber die hat 59. Wie kann die denn die mit der hier Krieg führen? Ist die noch ganz dicht?
Selbst wenn ich eine Allianz mit der habe, ich mache da gar nichts. Soll die schön alleine machen, wirklich? Wenn die unbedingt Krieg machen will. Ich habe andere Probleme. Kanonenboot beginnt Geleitschutz. Ich könnte eine Expedition machen, eine zoologische Expedition. Ein guter Kapitän achtet die See, er fürchtet sie. Ich werde niemals seekrank. Redegabe? Gespeichert. Ration und Heilkunst. Jetzt brauchen wir noch Jagdglück. Auf die alte Dame ist Verlass. Wir haben zwei Schiffe, die Samson heißen. Okay. Schiff vom Stapel gelaufen. Eine Produktion wurde angehalten. Warum? Schicke Mütze, ist die neu? Schicke Mütze ist die neu. Die Gespräche sind manchmal auch echt total witzig. Ah, die haben noch keine Straßenanbindung. Müssen wir auch gleich ändern. So. Ihr kriegt noch Nachbarn. Bitteschön. Und hier werden die ganzen Waren geliefert. Dauert ein bisschen, bis das hier alles da ist. Können wir noch eine Expedition machen? Ja, die startet ja gerade. Genau. Ansonsten läuft alles ganz gut. Wir haben uns zwar erweitert, aber ich glaube... Okay, Schnappes können wir jetzt nochmal ein bisschen bauen. Das geht nämlich gerade runter. Ansonsten sehen wir ganz gut aus. Ja. Also Schnappes müssten wir nochmal bauen. Dann bräuchten wir noch ein Kartoffelfeld hier hinten. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Oh, jetzt geht's los. Die machen hier... Wenn die sich... Eine Produktion wurde angehalten. ...gegenseitig fertig machen... Dann ist es ja in Ordnung. Sollen die sich gegenseitig bekriegen? Alles cool. Solange sie mich in Ruhe lassen, ist alles okay. Oh Mann. So. Schauen wir mal. Das wird jetzt langsam aber sicher gebaut. 6 Bretter, 7 Bretter. Mögen wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. Die Expedition läuft. Wegen unserem Zoo wird unsere Stadt immer attraktiver. Mal sehen, ob wir die nächste Expedition jetzt schaffen. Dann würden wir nämlich auch wieder ein paar Tiere bekommen. Dann müsste ich aber hier nochmal ein paar Gehege bauen, aber das mache ich erst, wenn sicher ist, dass wir die Expedition auch schaffen. Aber es sieht schön aus. Guck, hier sind unsere Wasserdinger und wir bräuchten jetzt nochmal Vögel. Dann könnte ich hier nochmal einen Vogel hinsetzen, dann wäre das alles ein bisschen akkurat. Ich bin stolz auf unseren Zoo, das haben wir richtig schön gemacht. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Ja, mit diesen Schwertfischen. Sieht doch richtig cool aus. Die Hälfte haben wir schon. Das läuft. Wie geht's euch denn eigentlich?
Da könnte ich mal ein bisschen was verkaufen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Schnaps. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ja, ich hab's gesehen. Wo ist meine Feuerwehr? Da ist meine Feuerwehr. Die ist auch schon unterwegs. Die Schnapsbrennerei ist natürlich abgefackelt. Und hat dann meine Schäfchen und meine Schweine hier in Brand gesteckt. Gott sei Dank haben wir hier eine Feuerwehr. Die Schnapsbrennerei, die explodiert halt immer gerne. Spielstand gespeichert. Erst wenn das Feuer gelöscht ist, kann ich eine Produktion wurde angehalten. Das Gebäude wieder aufbauen. Vorher geht das leider nicht. Na, kommt er klar? Sieht gut aus. Im Herzen der Bauer, die Röstlein einspann. Er setzt seine Felder und Wiesen in Stand. Er flügelt den Boden. Die Flammen wurden gelöscht. Fehlende Ware? Kommen die nicht hinterher? Die hier. Wie sieht's mit der Seife eigentlich aus? Sieht aber gut aus. Schnaps geht immer noch runter, Fisch geht runter, eine Klamotten Produktion geht runter. Wurde angehalten. Müssen wir beobachten. Und wie sieht's hier aus? Über die Hälfte haben wir schon. Unser Einkommen steigt, unsere Leute auch, alle sind happy. Alles ist gut. Das Problem ist nur, dass wir nur zwei Inseln haben, aber ich komme mit mehr als zwei Inseln einfach nicht klar. Die andere hier hat sich, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 Inseln gekrallt. Das ist richtig heftig. Aber ich komme mit so vielen nicht klar. Der Knabber, der ist auch ein paar Inseln. Und was ich noch nicht verstehe, dass man sich da, hier kann man sich irgendwie einkaufen. Weil die hat sich ja hier komplett eingekauft. Und wenn ich dann mich da einkaufe, dann habe ich die auch geschlagen, oder? 30.000 würde es kosten. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo denn? Ah. Feuerwehr ist schon unterwegs. Alles gut. Die machen... Oh, Madame, die machen immer so große Panik, Leute. Ich bitte nur ungern um mehr. Du warst immer gut zu uns, Chefe. Ein Foto von einem Clipper. Ja, das Problem ist, ich habe nur einen Clipper und das ist das Schiff, was immer... Ist es kein Clipper? Der Schiff, was hier immer hin und her fährt, ist ein Clipper. Ich bin so stolz. Ziegeleien und Lehmgruben. Produktivität plus 10. Ja, ist okay. Brauche ich aber jetzt nicht ganz dringend. Die Flammen wurden gelöscht. Hier ist es mir zu dramatisch. Wechseln wir lieber wieder auf unsere normale Insel. Eine Produktion wurde angehalten. Und jetzt sind wir gleich fertig. Mal sehen, ob das auch 3 Stufen hat. Oder nur 2. Mal gucken.
erledigt. Phase abschließen. Ui, schick, schick. Ich denke, wir haben genug Vertrauen zu Isabel aufgebaut, um sie als Zeugin zuzulassen. Natürlich stehe ich als Zeuge zur Verfügung, nach all dem, was du für uns getan hast. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest, um Gerechtigkeit zu erfahren. Jetzt bauen wir Stein. Gut, dass wir so viel haben. Wir wollen etwas Neues schmieden, um uns vom Alten zu lösen. Die Insel gehört jetzt mir. Guck mal. Wir können dir nicht genug dafür danken, dass du diesen Krieg verhindert hast. Das ist meins. Lass mich dir helfen. Ich weiß, dass ich etwas bewirken kann. Okay, wo baue ich denn am besten meine Menschen hin? Überall ist Öl. So. Was zum Essen, aber wir haben ja hier ganz viel zum Essen. Deswegen schippere ich jetzt einfach was rüber. Holz kann ich auch gleich rüber schippern. Dann baue ich hier kein Holzwelle hin, dann baue ich hier, glaube ich, nur Essen hin, weil ich hier gibt's auf meiner Insel, die Insel eines Konkurrenten wird Baumwolle belagert. Und Baumwolle würde ich wahnsinnig gerne bauen. Dann kann ich nämlich Hüte machen und dann kann ich Pelze machen und dann sind die wieder viel glücklicher. Hier ist wieder irgendwas, ich sehe es nicht genau. Lehm und keine Ahnung was. Dann mache ich hier Planungsmodus, damit Eine ich was Produktion sehen kann. Wurde angehalten. Damit ich sehen kann, wie weit es geht. So. Und Baumwolle. Was ist das hier? Gold. Gold müsste ich auch schon bauen können. Genau. So, jetzt geht's endlich mal weiter hier. Wupp, 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 wupp. Ich kann Baumwolle machen. Ein Lagerhaus brauchen wir natürlich auch. Mein Schiff ist noch nicht da. Dann gehen wir kurz zur Expedition. Okay, Moral sieht super aus. Wir können weiter schippern. Das erste haben wir erfolgreich geschafft. Normalerweise kommt er dreimal und nach dem dritten Mal gehört es dann uns endlich. Zwei Baumwolltypen brauchen wir. Thank you.
Und eine Baumwollweberei. Wobei, die packe ich lieber hier hin. Und dann bauen wir wieder ein paar Leute. Spielstand gespeichert. Das gefällt mir nicht. Schiff unter Beschuss. Schiff. Wo? Mein Kanonenboot. Was soll denn das? Flotte bereit. Wo zur Hölle? Das ist voll dumm, weil die Schiffe von der alten blöden Kuh genauso aussehen wie wie Piraten. Flotte legt ab. Ein Schiff wurde zerstört. Zum Angriff. Ja, ich weiß, mein Kanonenschiff. Und jetzt hauen sie ab. Und meine Linienschiffe und meine Fregatte ist leider nicht schnell genug. In die Takelage. Diese Mist. Warte, da machen wir mal mit das da. So eine blöde Kuh. Lotte bereit. Unser Pimpf. Es ist so ärgerlich. Und die gucken nur blöd zu, weißt du? Ei. Was ist das? Taschenuhren. Okay. Neue Ziele? Oh, das ärgert mich. Ach, sie sind viel zu gut zu uns. Oh, kein Problem. Ich bemühe mich. Dumme Nuss. Weißt du, da willst du... Ich... Oh, das regt mich voll auf. Ich wollte doch hier weiterbauen. Ich habe gar keine Zeit auf jetzt die alte dafür. Dame ist Verlass. So, Bretter und Essen. Dann sind die hier glücklich. Wenn La Familia glücklich ist, bin ich es auch. Bauen. So, dann geht es hier schon mal los. Die produzieren das und ich brauche für das hier eine Filzfabrik und eine Hutmacherei. So, die machen wie gesagt jetzt ihre Baumwolle. Und daraus machen sie gleich Seide. Und die Seide schipper ich dann rüber und mache dann erstmal Hüte. Und später schipper ich die Seide rüber, damit ich Dings machen kann. Wir schlingern ins Ungewisse. Pelzmäntel. Damit meine wieder glücklicher sind. Sträubende Schrecken. Glaube, habe ich gerade nicht dabei. Ich versuche es mit Reden. Und wir machen alles nur noch schlimmer. Okay. Sieht nicht gut aus. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Ja, ich weiß, ich bin dabei. Ein Schiff erster Klasse. Ich mache jetzt mal eine Handelsroute.
seltenes Schiff. Hoheit. Hoheit, 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 Hoheit. Da. Spielstand gespeichert. Ja, ich sollte auch mal von da nach da. In Prosperity lade ich ein Seide. Das musste jetzt in Druck gehen. Ach Mensch. Seide, immer noch. Und da lade ich es aus. Neue Ziele. Und dann kann ich... Die wollen jetzt bald die haben, Insel was eines zu Konkurrenten essen. Hat einem Angriff standgehalten. Dann mache ich hier auch Essen lieber hin, weil sonst verhungern die mir, wenn ich da nicht regelmäßig gucken gehe. Sonst verhungern wir die irgendwann. Das weiß ich. 200. So, wir können hier nochmal ein paar Leute bauen, weil ich will jetzt noch ein bisschen mehr Baumwollfelder machen. Damit die Seide schneller funktioniert, damit ich die auch in meine... Das ist ein Clipper, ich kann nicht... Bald klebt dein Blut an den Planken. Ja. Neue Befehle, Admiral. Ist mein Clipper schnell genug, um abzuhauen? Hi. Erledigt. Steht der königliche Gerichtshof schon? Nein? Nicht ganz? Normalerweise sitzen wir keinen Prozessen vor. Dieser hier muss wohl bedeutend sein. Das schaffe ich nie. Die Königin nie. Wird ganz sicher kein Blatt vor den Mund nehmen. Die Waffenruhe wurde beendet. Flotte bereit. Was ist mit dem? Wo ist mein Schoner? Da. Kanonenboot beginnt Geleitschutz.